Egal. Scheiße im Visier!
Sie waren es nicht. Fleisch, Fleisch ist angekommen. Jetzt weiß ich das wohl. Esst! Oh, ja! Die Kommandozentrale gehört uns. Falls der Funk ausfällt, versammelt ihr euch hier, Idiot. Sieh dir die Steuerung für den Funk. Macht alle Gänge dicht, die wir nicht brauchen. Lasst diese Freaks im Kreis rennen. Schnappt ihn! Sir, wie ist die Lage? Hier wimmelt es von diesen Freaks. Keine Spur von Anna. Verstanden. Suche Vorsitz. Thank you.
Tjam, ich wusste es! Hinter dir! Es geht immer! An mit dich, an Helden! Du wirst niemanden retten! Genau wie die anderen! Also... Keine Bewegung! Ja, nur, lass mich ihn nicht gehen! Um. Sofort! Weißt du noch, was ich gesagt habe? Es gibt ein experimentelles Medik... Genug gelabert! Alles klar bei dir, Tjam? Gott sei Dank. Melden wir uns beim Oberst. Papa, ich bin's. Anna, geht's dir gut? Wo bist du? Im Krankenlager. Artyom hat mich gefunden. Aber nicht so schnell. Ich muss etwas verschnaufen. Aber diese ganze Situation... Ich hätte nicht gedacht, dass wir etwas Schlimmeres als den Kult an der Wolga zu sehen bekommen. Als diesen Silantius mit seinen verdammten Fanatikern. Aber nein, wie es scheint, gibt es noch Luft nach oben. Wir hätten hier sterben können, wären fast gefressen worden. Dieser Schweinehund. Unglaublich. Dass der einmal Arzt gewesen sein soll. Egal. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Immerhin haben wir sie überlebt. Ich sollte den Minister treffen. Die Täuschung hat mich selbstgefällig werden lassen. Ich habe vor diesen Ghulen sogar salutiert. Eine verschissene Arche. Diese Monster waren hergekommen wie die Beobachter in Moskau. Die halten die Leute dort mit ihrer Täuschung im Untergrund. Aber hier? Also gut, und was machen wir jetzt? Ich weiß es einfach nicht, Anna. Hast du etwas gefunden, Idiot? Luftabwehr, Hauptquartiere...
Alle Informationen sind überholt. Alle Verbindungen lange erloschen. Immerhin haben einige noch mehrere Jahre nach dem Krieg funktioniert. Was ist das da unten? Das ist eine Caspian 1. Eine Funkzentrale. So eine steht auch in Novosibirsk. Willst du uns jetzt in den nächsten Bunker zerren? Ich weiß es nicht, Anna. Wir müssen die Entscheidung gemeinsam treffen. Hast du alles geholt, was du konntest, Idiot? Wir brechen auf! Einen Moment. Ich mache eben noch den Rest kaputt. Komm schon, komm schon! Okay, alles erledigt. Ich glaube nicht, dass du es so hättest sagen sollen, Anna. Es hat dieses Mal doch alles geklappt, oder? Geklappt hat es tatsächlich. Aber was ist, wenn es nächstes Mal nicht klappt? Natürlich nicht. Ein Grund mehr zu kämpfen und mehr von der Zeit, die mir noch bleibt, mit diesem Typen da zu verbringen. Er ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Zu glauben, dass ich den Arschlöchern von der Hanse geglaubt habe, dass Moskau vom Hauptquartier kontrolliert wird, dass wir uns noch im Krieg befinden, dass es hier Generäle gibt, die die Befehle geben. Was war ich für ein Idiot? Ich wiederhole meine Frage. Was machen wir jetzt? Können wir zurückgehen? Nach Moskau? Ihm die Wahrheit über den Krieg und die Regierung erzählen? Die würden uns bei unserer Ankunft erschießen. Und selbst wenn wir durchkämen, was könnten wir gegen die Hanse unternehmen? Wer würde uns glauben? Wir haben keine Beweise. Wie wäre es, zurück zur Wolga zu gehen? Dort könnten wir leben. Und was machen wir mit den Einheimischen dort? Die waren nicht wirklich glücklich, uns dort zu sehen. Sollen wir sie alle umlegen? Möchte das hier irgendjemand? Damals in Moskau hat Artyom davon geträumt, einen bewohnbaren Ort zu finden und eine Kolonie zu errichten. Sollten wir nicht damit beginnen? Die Idee ist gut. Aber wie sollen wir einen passenden Ort finden? Einfach weiterreisen? Die Aurora muss gewartet werden. Was sollen wir machen, falls sie ausfällt? Satelliten! Welche Satelliten? Willst du den verdammten Planeten verlassen? Es gibt eine Kommunikationszentrale für Satelliten am Kaspischen Meer. Sie hat den Krieg überdauert. Oh,
Und wenn wir uns Zugriff auf die Satellitendaten verschaffen... Dann müssen wir nicht wahllos umherfahren. Karten mit Strahlungswerten und auch normale Satellitenaufnahmen könnten uns sehr helfen. Kein schlechter Gedanke. Was, wenn es dort Schlimmeres als Kannibalen gibt? Könnte natürlich sein. Aber erstens werden wir dieses Mal vorsichtig sein. Und zweitens, hat jemand einen besseren Vorschlag? Ich nicht. Ich schätze, dann haben wir wohl einen Plan. Artyom, sollen wir nach deinem Wunschort suchen? Dann lass das Signalhorn hören. Drei Monate unterwegs. Drei Monate ständiger Prüfungen. Aber nach Yamantau sind wir für alles gewappnet, was das Schicksal uns entgegenwerfen kann. Nur wenige Kilometer trennen uns von der Kommunikationszentrale Caspian 1. Wird es auf... Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Nichts als Sand und Hitze. Ich fühle mich echt beschissen. Ein Auto! Was machst du, Teufel? Artyom, ein Auto! Paul, da! Da ist meine Frau! Irgendwie will mir diese Begrüßung auch nicht gefallen. Auf geht's! Sie haben in diesem Dorf halt gemacht. Anscheinend lebt da jemand. Ich verstehe. Wie läuft es bei den Männern denn hier? Stepan ist am schlimmsten dran. Den anderen geht es aber auch nicht so gut. Nur wir hier sind noch kampffähig. Danke. Du und der Meer, kundschaftet die Gegend. Wir müssen den verdammten Bunker finden und dann sofort aufbrechen. Mit dem Aufbrechen könnte es ein kleines Problem geben. Oberst, im Kessel ist kaum noch genug Wasser, um Tee zu kochen. Und die Kohle ist auch alle. Ich verstehe. Dann müssen wir uns auch darum kümmern. Anna, Demir, eine weitere Aufgabe. Sucht Wasser und Brennmaterial. Sam, ja. Mach die Männer bereit. Wir müssen eine Verteidigung aufstellen. Verstanden. Sei nur vorsichtig, okay? Bis bald. Artyom, wir müssen herausfinden, wer diese Männer mit dem Auto sind. Sie sahen wie gewöhnliche Banditen aus, aber wir können hier kein Risiko eingehen. Das Auto ist zum Dorf gefahren. Anscheinend haben sie dort eine Funkstation und da gibt es bestimmt die Informationen, die wir jetzt brauchen. Brech auf, sobald du bereit bist. Hi, Artyom. Gut. Gehst du raus? Dann sieh mal hier. Das hier habe ich gerade fertig bekommen. Hab ein paar TH-Patronen ausgehöhlt und mit Sprengstoff gefüllt. Ganz schön explosive Munition. Artyom, warte, ich komme mit. Ich glaube, ich könnte gerade einen kleinen Spaziergang gebrauchen. Stjopa, du kannst kaum gehen. Ruh dich besser aus, solange du keinen Dienst hast. Tja, Artyom, ich fühle mich tatsächlich nicht ganz gut. Vielleicht ja, das kannst du auch selber machen. Es ist ganz einfach. Denk dran, deine Waffen regelmäßig zu reinigen. Wegen dem vielen Sand. Sie angegriffen werden. Dann ziehen sie sich zur Basis zurück, wo du und Sam ihnen Feuer schlagen. Also solltest du dich jetzt ausruhen.
Ja. Du hast recht, Katja.
war ein Fehler, von dir herzukommen. Ich ergebe mich! Da bist du ja. Kommst du da wieder raus oder brauchst du Hilfe? Nein? Dann komm raus. Mit den Besitzern des Wagens können wir jetzt vermutlich nicht mehr reden. Hm? Wie schade, dass sie so still sind. Der Wagen scheint jedoch klasse zu sein. Nicht nur ein paar Räder, sondern auch noch ein mobiler Schutz im Sturm. Genau das, was du für deinen nächsten Einsatz brauchst. Denn da musst du etwas herumfahren. Während du in diesem Sandkasten gespielt hast, habe ich ein paar Antennen entdeckt. Das muss die Kommunikationszentrale sein. Ich denke, die ist in dem Leuchtturm dort, also solltest du dahin fahren. Der Leuchtturm ist so riesig, dass du ihn nicht verfehlen kannst. Ich muss bleiben und die Gegend im Auge behalten, aber sobald ich fertig bin, können wir uns dort treffen. Bis dann! Einzeln rufen. Alle anderen bereiten ihre Autos